Das sind jetzt gut 4 Jahre, gute 4 Jahre, wenn nicht sogar 5, dass ich mich mit Feintuning beschäftige. Also Aerodynamik ist ein 250% praxisorientierter Beruf. Also man kann natürlich den ganzen Tag hinterm Rechner sitzen und hinter irgendwelchen Flugsimulatoren und dann am Ende auf den Knopf drücken und sagen, ja, passt schon. Na, ich finde, also Aerodynamik muss man alles durchfliegen. Deswegen, es geht jetzt, ging wie gesagt noch um die letzten Einstellungen. Wieder so ein Wertepaarverhältnis, RPM, Safe Gain, Envelope, Hover, Offset. Das sind so 5 Wertepaare wieder, wo man so die perfekte Balance finden muss, damit es richtig schön funktioniert. Hat mich gute Zeit gekostet, das herauszufiltern. Ich habe alles durchgetestet, die Throttle Curve mal ein Pünktchen runtergesetzt, den Offset mal auf 1 plus 1 gesetzt, Offset plus 2, Offset 0, Offset minus 1, den Hover statt 90 mal auf 91, 92, 89, 88 bei Offset 0, alle möglichen Kombinationen durchprobiert, bis ich jetzt am Ende, deswegen mache ich jetzt vorab mal, bevor dann das Video erfolgt, das Flugtestvideo von Airmarm, dass ich vorher mal versuche, erkläre, was ich alles gemacht habe. Also die fragen sich wahrscheinlich, was macht der denn da den ganzen Tag? Na, das ist wirklich, also Aerodynamik ist so ein praxisorientierter Beruf. Nur durch Fliegen findet man es heraus, wie es dann richtig schön, elegant, anmutig fliegt, von Anfang bis Ende. Das ist auch sowas, Software Engineering und Aerodynamik. Da findet man irgendwas raus, um den einen Airbug aus der Luft rauszubekommen. Dafür hat man aber auf der anderen Seite irgendwo einen anderen Airbug, der dann aufpoppt. Also es ist immer so ein Wabangspiel mit den Wertetabellen. Also 5, also ein 6er im Lotto ist schon kompliziert. Bei den Unmengen von Kombinationsmöglichkeiten und bei 5 Wertepaaren, RPM, Envelope, Safe Gain, Hover, Envelope, ne? Das waren die 5 Dinger, RPM, Safe Gain, Envelope, RPM, Hover, Offset, genau. Das sind die 5 Wertepaare, die kann man ja endlos miteinander kombinieren. Also dann aus diesen 5 Wertepaaren herauszufinden, wie das eleganteste Flugverhalten stattfindet, ohne dass man dann wieder, ah, das fliegt dafür besser, dafür fliegt das andere schlechter und oder andersrum, dafür fliegt das eine jetzt besser und das andere fliegt schlechter. Ne? Bis man am Ende dieses Endresult hat, alles fliegt gut von Anfang bis Ende, das ist eine immense Herausforderung und man braucht sowas von Durchhaltevermögen und Geduld, sonst schafft man das nicht. Also das sind jetzt wirklich gute 4 Jahre, 5 Jahre Feintuning und es geht immer um diese 1, 2, 3, 4, 5 Wertepaare, die in Einklang gebracht werden müssen, damit es von Anfang bis Ende schön fliegt. Was ich alles durchprobiert habe, in unterschiedlichsten Kombinationen, das habe ich ja schon erzählt. Jetzt geht es mal zum Endresult. Also der Flight Test Engineer muss dann immer herausfinden, das ist so ein langsames Herantasten. Ne? Man darf nicht 5 Werte auf einmal ändern. Ne? Das ist so ein bisschen wie IT-Branche. 5 Entwickler arbeiten gleichzeitig an ihren Baustellen. Als Flight Test Engineer, man fängt mit einem Wert an, den man ändert, dann testet man den zweiten Wert durch, dann testet man vielleicht mal eine Kombination aus den 2 Werten oder den 2 Werten und dann kommt man irgendwann, tastet sich so ganz langsam heran
und versucht das mühsamst herauszufiltern, wie es dann schön fliegt. Ich habe jetzt herausgefunden, also der Envelope von 15 fliegt sich immer noch am schönsten. Warum? Weil das ist wie bei Speed Race Helikopterpiloten, die müssen auch den exakten Winkelpitch vorwärts herausfinden, damit der Helikopter einfach nur möglichst schnell geradeaus fliegt, Maximum Speed, aber nicht zu viel, weil sonst taucht er rein in den Boden. Deswegen ist 15 Grad Einstellung ist so am schönsten. Würde mich freuen, wenn die Softwareentwickler eine Beta 4 irgendwann herausbringen, wo man einstellen könnte. Ich möchte jetzt aber gerne ein Envelope haben für Pitch von 15. Und dafür Roll aber ein bisschen mehr. Da will man vielleicht 20 haben oder irgendwie sowas. Ne? Das würde man sich wünschen noch. Ansonsten würde ich jetzt mal herausgefunden, dann mit dem Safe Gain ist es auch immer so, Safe Gain ist Hauptrotor und Heckrotor, deswegen Safe Gain muss man auch immer durchfliegen, von vorne bis hinten. Nach dem Kalibrieren muss man den Helikopter eine Minute lang in die Luft setzen, bis der irgendwann aufhört zu driften, sich stabilisiert und dann hat er den Hover gefunden. Deswegen nach jedem Einkalibrieren braucht man auch mindestens zwei Flüge, bis man das dann von vorne bis hinten herausgefunden hat. Also man braucht eine immens lange Reihe von Testflügen in einem ganz intelligenten Abfolge, wo man unterschiedlichste Wertepaare austestet, ausfliegt, einfliegt, um dann herauszufiltern am Ende, okay, ja, das Wertepaar ist es noch nicht, das ein bisschen weiter rauf, das so lassen, das auch so lassen, das auch so lassen, das auch so lassen oder das Wertepaar ändern, das lassen, das lassen, das lassen. Das ist immer so ein Wabang-Spiel aus, wie gesagt, eine Fünferkombination. Da gibt es endlos viele Kombinationsmöglichkeiten bei Werten. Und irgendwann will man das ja irgendwann mal die ganzen Werte festnageln, damit man dann, ne, das ist dann immer am einfachsten, wenn man dann weiß, der Wert ist festgenagelt, das ist fest, das ist fest, das ist fest. Jetzt geht es bloß nur noch um einen Wert. Ne? Da tut man sich dann am Ende, aber es ist so, bis man da ankommt, bis man der stimmt, der stimmt, der stimmt, der stimmt und der passt noch nicht. Hm? Bis man das alles herausgefiltert hat, dauert ewig. Ne? Also jemand anders versteht das wahrscheinlich gar nicht. Also der Wurm fliegt doch. Also es geht bei dem Projekt nicht darum, dass es fliegt. Das ist einfach, dass irgendwas fliegt. Es geht darum, dass es ganz schön anmutig fliegt. Das ist das große Kunstwerk bei dem Projekt. Deswegen lasst den Envelope auf 15. Das ist eine schöne Nummer für Pitch vorwärts. Das ist nicht zu viel, ne? Er macht keinen Absacker gen Bodenbelag, Bodenrichtung, sondern ne, darum geht es, so bei Vollaufschlag Pitch vorwärts, dass man so einen schönen, eleganten, vorwärts fliegenden Helikopter hat, aber ohne, dass er an Höhe verliert oder gewinnt. Und dann, wie gesagt, die Safe Gain ist auch hoch anstrengend, diesen Safe Gain Wert zu finden. Das, wie gesagt, da geht es um Hauptrotor und Heckrotor beim Safe Gain. Ist auch unterschiedlich, wie ist das, wenn man mit der RPM Tick weiter runter geht. Was muss ich dann mit dem Safe Gain machen? Bleibt da so? Muss ich einen Tick raufsetzen? Wenn ich mit der RPM runtergehe und andersrum, wenn ich mit der RPM hochgehe, kann ich da mit dem Safe Gain Tick weiter runtergehen. Das sind lauter solche Balanceaktspielchen, die man da machen muss in Wertepaare-Erforschung, bis man dann am Ende herausgefunden hat, okay, also 1070, die Nummer ist fest. Bei über 1080 fängt hinten das Tail an zu flattern. Das heißt, die PI-Werte sind dann schon zu hoch für die RPM.
Dann hat man die RPM schon mal festgenagelt bei 1070. Okay, ist fertig. Und dann geht es ja, wie gesagt, noch um die anderen vier Wertepaare. Deswegen 1070 kann ich empfehlen. Dann Hover 90, Offset 0 kann ich empfehlen. Die Idee des Ingenieurs, ein Offset zu setzen, ist eigentlich gar nicht mal so doof. Es ist nur leider meiner Ansicht nach falsch. Es ist zu viel des Guten. Also es geht am Ende des Fluges eigentlich nur eher darum, dass man dann erfährt, okay, also bei Offset geht es nur um die Landung am Ende. Da geht es darum, liegt der Hover noch einen Tick zu weit hoch oder sitzt er zu weit unten? Bis man dann dieses schöne Stick-Feeling bekommt, dass man den so ganz seicht absetzen kann. Der eine will vielleicht eher seichter, der andere etwas buckeliger. Das ist so eine Gefühlssache. Deswegen der Offset an und für sich ist gar nicht mal so schlecht, dass man im Bodenbereich Meter, halber Meter, 40, 30, 20, 10 cm noch entscheiden kann, will ich den Offset da in dem Bereich, den Hover eher einen Tick weiter höher haben oder einen Tick weiter runter. Ist schade, dass der Ingenieur mit dem Offset gleichzeitig die RPM verändert. Also ein Offset von minus 1 ist so, als würde ich die Throttle Curve dann statt 75 auf 74 setzen. Dann klappt zwar die Landung, ne, schön, anmutig, aber das Collective stimmt da nicht mehr, weil ich habe da nicht mehr genügend Dampf. Ne, sackt dann so noch mehr ein. Das Collective muss so schön, das muss exakt perfekt passen, das Collective. Bei einer Drehzahländerung ist es dann ist ein Tick zu viel schon. Also der Offset, wenn die gar nicht die RPM ändern würden, sondern dass ich einfach nur sagen kann, den Hover kann ich da ändern, noch in Bodennähe. Da will ich den Hover eher so einen Tick höher haben oder einen Tick weiter runter. Das wäre intelligenter meiner Ansicht nach als zu viel des Guten, die RPM ändern und den Hover ändern. Also mit einem Offset von minus 1 geht die Drehzahl runter und der Hover geht rauf, und bei plus 1 geht die Drehzahl rauf und dafür geht der Hover runter. Und so will man eigentlich eher die Drehzahl, will man gar nicht mehr verändern, sondern man will einfach nur am Ende, da geht es um noch dieses Stick-Feeling am Ende, wo man noch entscheiden könnte, okay, dann im Bodenbereich, da will ich eher noch einen Tick weiter rauf mit dem Hover oder einen Tick weiter runter. Das, von der Idee her ist das nicht schlecht, hat aber nicht funktioniert, deswegen lasst es auf Hover 90, Offset 0 bei exakt 1070 Umdrehungen. Dann stellt dann Envelope ein von 15, ne, das ist eine schöne Nummer, 15 fliegt sich eleganter als 20, weil der Pitch vorwärts ist so schöner als 20, ist schon zu viel. Ne? Deswegen, man will eigentlich eher ein bisschen mehr Roll haben, aber ein bisschen weniger Pitch. Ne? Weil dann kann man so einen schönen Voll-Pitch-Vorwärtsflug machen und er fliegt so richtig im Schnelltempo geradeaus, so eine richtig schöne Linie, ohne dass er in Boden, gen Boden fliegt, sondern einfach nur Full Speed vorwärts, aber eine schöne gerade Linie. Das fliegt sich so am schönsten. Envelope 15 für Pitch, und wenn der Envelope für Roll einen Tick höher wäre, wäre es auch schön, wenn man das einstellen könnte. Ansonsten, wie gesagt, stellt Envelope 15 ein, und jetzt geht es noch um die Safe Gain Geschichte. Exakt passenden Safe Gain Wert finden für eine RPM von 1070 Umdrehungen, für genau die Blattlänge etc. etc. Ich habe jetzt 20, 15, 25 durchgetestet, bis ich jetzt für ein Envelope von 15 auf 25 gekommen bin. Also wieder die RPM, noch ist ja noch ein Tick gefallen, um 50 Umdrehungen circa. Deswegen muss man jetzt wieder mit dem Safe Gain wieder ein bisschen rauf, ne, damit dann am Ende das Ding richtig schön
stabil abzusetzen ist. Jetzt habe ich die Zahlen fest erforscht. Und Flight Test Engineering, das hat ganz lange gedauert. So, das ist meine Zeitung. So sieht's jetzt aus. Das habe ich auch noch getestet. Die Attitude Trimming am besten so lassen, die Bilderbuch-Traumwerte gar nicht lange rumfummeln. Mit Attitude Trimmings einfach nur die Bilderbuchwerte eintragen und das Fliegen. Envelope von 15, das heißt, das ist dann Attitude Trimming von Roll 150 und Pitch 0. Da gar nicht lang Pünktchen rumdödeln, das bringt nichts. Dann fliegt die Pirouette wieder nicht schön. Genau. So, das habe ich jetzt erklärt mit dem Offset, wie das sich das verhält. Also so fliegt es am schönsten, das einfach so lassen. Die PID-Werte sind, wie gesagt, Agility ist super schön. Die bleiben auch alle so, wie sie sind. Ich will jetzt nicht mehr mit PID-Werten noch rumhantieren. Irgendwann muss man sagen, man ist fertig. Man will ja auch fertig werden. Es soll ja keine Infinite Loop Code-Schleife werden hier. Man will ja irgendwann sagen am Ende, okay, that's it. Ne? Fertig. Und dann das mal genauso einstellen. Dann am Ende einmal kalibrieren und dann, wie gesagt, eine Minute lang den Hover einfliegen, damit das genau stimmt. Wenn ihr den Hover nicht schön eingeflogen habt, könnt ihr dann noch so viel rumhantieren. Das sind so die letzten Tipps und Tricks, die ich geben kann. Jetzt bin ich von meiner Sicht aus bin ich fertig. Ne? Also ja, done, job done.